Hallo Leute, ja, wir sind hier in Gütersloh, aber im Endeffekt sind wir momentan ja gar nicht mit den Städtchen unterwegs, sondern wir wollten schauen, dass wir noch weitere Linien, Züge, Fahrzeuge austauschen, ne? Nee, das war jetzt hier Linienverwaltung, die war falsch, sondern wir wollen dann hier in die Fahrzeugliste da und dann gehen wir hier wieder dann nach dem Logo rein und schauen, dass wir da die am meisten Verdienst machen, mal austauschen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich auf dem Großbildschirm. So, da habe ich schon den nächsten aufgerufen und Fahrzeugdetails, nee, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Also 43, er fährt hier 200 sonst was wie will, 1000 ein, 234.000 ein. Den werden wir jetzt definitiv austauschen. Dann gehen wir mal auf diese Linie. Gucken gerade noch in die Fahrzeugliste da rein. Da sind sogar drei Fahrzeuge drauf und Geld, 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 machen alle gut Geld. 216.000, alle über 200.000, das ist schon mal schön. Das heißt, wir können dann auch hier aus dem Depot die Fahrzeuge losschicken, die da drauf sollen. Das heißt, Lok ausgewählt und dann der Saxonia und deren Anhänger. Und dann ist das die Linie. Regional zu Gütersloh, Zweibrücken, Burghafen. Regionalzug Gütersloh, Zweibrücken, Burghafen. Das ist die Linie, richtig, passt. Und dann machen wir da drei davon. Dann passt das auch und die können wir auch alle starten. Und lasse ruhig alle laufen, egal. Und die anderen kommen das Fahrzeugdetails ausmustern. Die verschwinden dann gleich, wenn sie entladen haben. Obwohl, das machen wir mal hier unten hin. Das auch. Und der dritte, Fahrzeugdetails ausmustern, wenn entladen ist. Gut, dann haben wir die auch schon. Der ist erledigt. Zwei Brücken, zwei Brücken. Okay, dann haben wir hier noch einen. Wo ist der denn jetzt? Ist der auch da drauf? Oder wie? Warte mal. Das ist der. Das ist auch der, aber das ist doch ein anderer hier, ne? Ah, jetzt hat es geklappt. Gut. Da gehen wir auch auf eine Linie, weil da sind auch mehrere, wie wir sehen, wieder drauf. Und wir haben hier 173, 156, 204 und 91. Die können wir also auch alle austauschen. Lohnt sich da definitiv ja auch. Das heißt, wo fahren die denn los? Ja, was merkt ihr? Ja, die fahren auch hier am gleichen Depot los, wo wir gerade sind, ne? Ja, das ist ja dieses Depot. Das heißt, den und die drei Anhänger. Dann ist das die Linie. Wie war das jetzt? RZ Achem, Bad Mergentheim, Friedrichsdorf, Neubrandenburg. Ja. Ist er auch drauf zu sehen. Das heißt, vier Stück an der Zahl kopieren wir da noch hin. Und dann starten wir die auch alle. Und die anderen kommen dann auch auf die Liste des Ausmusterns. Da unten die drei sind noch alle da. Fahrzeug ausmustern. Fahrzeug ausmustern. Und der vierte auch noch im Bunde. Fahrzeug ausmustern. Und wir kriegten das Geld ja auch für die Fahrzeuge wieder, ne? Das hatten wir ja auch. So, das heißt, da können wir zumachen. Und hier sind wir jetzt. Haben wir schon, ne? Achim haben wir jetzt auch, den hatten wir schon. Achim hatten wir, jetzt sind wir hier noch Bayreuth, Willigbünde, Ettingen. Das ist jetzt auf einer anderen Ecke. Gehen wir mal den Weg so. Und dann haben wir hier auch vier Fahrzeuge da drauf. Und 152, 128, 65, 147, das sind vier Fahrzeuge, die alle plus machen, ne? Lohnt sich da also auch. Das heißt, wir können auch da
umswitchen, aber da müssen wir gerade gucken. Ich glaube, bei Bayreuth unten war das Depot, ne? Ja. Da müssen wir hier aufmachen. Die Saxonia. 1, 2, 3. Und die Linie hieß nochmal RZ Bayreuth. Willigbünde Ettlingen. Passt. Erscheint da auch. Oh, jetzt habe ich nicht kopiert, ich Held. Dann nochmal. Den nochmal und dann kopieren erst. Viermal brauchen wir. Start, Start, Start. Da gibt es keine weiteren Züge, kann also zu. Und jetzt müssen wir hier noch sagen, dass wir das ausmustern wollen. Legen wir mal hier auch gerade drüber. Ausmustern. Da unten ist schon einer weg von der Gütersloher Linie. Das ist der dritte. Fahrzeugdetails ausmustern. Und der vierte ist auch Fahrzeugdetails ausmustern. Gut, das heißt, die Linie haben wir erledigt. Dann sind wir hier schon eine ganze Ecke weiter. Bad Mergentheim haben wir, Willig hatten wir, Willig hatten wir. Hier sind noch welche, die Lüneburg, Burg Königsbrunn. Das ist der Querverkehr in Gütersloh, ne? Da sind 2, 4, 5 drauf. Das ist die ganz lange Linie, wo Tante Mimi immer Schiss hatte, dass die nicht genug einnehmen. Aber wie man sieht, die sind alle über 100.000. Das passt dann schon. Königsbrunn hat mal nämlich noch hinten dran gehangen. Aber ich würde erstmal warten. Wir gucken jetzt gerade, also wir machen das erstmal hier, das machen wir zu. Da kümmern wir uns mit dem in der nächsten Folge wieder weiter drum. Weil, warte mal, der kann auch. Warte, Fahrzeugdetails, ist das ausmustern? Ne, der muss noch ausgemustert werden, ne? Ne, das war der, den wir nicht ausmustern müssen. Den haben wir gerade schon angeguckt. Da ist im Hintergrund einer zugegangen. Und ja, jetzt werden es immer weniger dann von den ausgemusterten Fahrzeugen. Das ist schon mal gut. Da stehen aber jetzt ein paar im Stau hier, weil wahrscheinlich. Ja, ich will mal hoffen. Ah, das ist, glaube ich, hier schon okay, ne? Ja, das passt schon. Diese Liste müssen wir dann später angucken. Gibt es denn schon einen der neuen Züge, die hier schon auftauchen? Ne, da sind Schiffe noch, aber hier ist schon der erste mit 13.000 plus. Also läuft. Und die Schiffe, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich noch keine Änderungen, oder? Das wäre natürlich auch cool, wenn es da schon irgendein anderes Schifflein gibt. Ne? Das war hier unten, wir können ja mal reingucken. Aber Fähren sind noch nicht anders. Das ist ein Postschiff, ne, oder? Kann man das irgendwo sehen? Ach so, jetzt habe ich es auch schon gekauft, ne? Hat ja wieder gut geklappt. Ja, war Post. Aber das machen wir gleich verkaufen, ne? Das wollen wir gar nicht hier stehen haben. Gut, das haben wir soweit erledigt. Was wollten wir jetzt noch gucken? Ach so, die Städtchen einmal durchblättern, bis diese Fenster hier alle weg sind, sozusagen. Ja, fangen wir hier in Königsbrunn an. Das war ja, glaube ich, oder ist es das noch? Das ist die Frage, ne? Listen machen wir mal gerade. Das war die Stadtliste, ja. Und wir machen nicht Name, sondern Einwohnerzahlen und sortiert nach größter zu kleinsten. Tatsächlich ist Königsbrunn das größte. Ist knapp verfolgt von Köln. Okay, die sind fast bei 400 Einwohnern. Krass. Ja, weißt du was? Dann machen wir das doch so. Das war hier. Warte mal, das machen wir mal so. Die Liste, Karte mache ich mal zu. Und hier ist noch alles abgedeckt in Königsbrunn. Köln ist auch alles abgedeckt. Zweibrücken ist abgedeckt. Lüneburg ist abgedeckt. Bad Mergentheim ist abgedeckt. Willig ist abgedeckt. Ettlingen ist abgedeckt. Jena auch. Bad Zwischenahn ist abgedeckt. Nee, ist nicht abgedeckt. Da müssen wir was bauen. Bad Zwischenahn, okay. Neubrandenburg ist abgedeckt. Bayreuth ist abgedeckt. Bünde ist abgedeckt. Achim ist abgedeckt. Gütersloh ist abgedeckt.
WinN, klein aber fein. Wellensdorf ist auch abgedeckt. Schwandorf ist auch abgedeckt. Lippstadt, aber ich glaube, Lippstadt ist am Wachsen. Ne? Das Häuschen hier ist mehr geworden. Erlangen hat hier einen Straßenanschluss mehr gemacht. Der war bis letztens noch nicht da, meine ich. Und das letzte Städtchen, was großes Minus hier hat, ist Friedrichsdorf. Also hier ziehen sie eher weg, wie das sie kommen. Aber naja, es sieht erstmal gut aus, ne? Gut, das heißt, wir müssen in der nächsten Folge Bad Zwischenahn dann machen. Beziehungsweise, nee, wir können das gerade noch jetzt machen. Ich sehe gerade, die Uhrzeit ist noch nicht so weit fortgeschritten. Das heißt, wir machen mal hier noch eine Bushaltestelle gerade hin. Städtchen. 1, 2, 3. Das heißt, hier ziehen wir mal die Straße einfach gerade. Das dann dahin. Dann ist das erledigt. Und dann müssen wir nur noch die Linie gerade haben. Stadtbus Bad Zwischenahn. Fahrplan. Den können wir schließen. Fahrplan ist Bad Zwischenahn Rathaus nach der neuen Haltestelle. Passt. Erledigt. Steht schon einer? Nein. Steht hier einer? Nein. Wie viel fährt die Kutsche minus ein? Er hat sogar zwei Passagiere dabei. Aber 400, naja, das sind alles kleine Zahlen, alles halb so wild. Ich glaube, da sind gerade 2 Simoleonen dazugekommen, ne? Und weniger geworden dadurch. Ist jetzt nicht so der Renner gewesen, ne? Stehen denn hier welche für intern? Ne, die warten alle auf den Zug. Aber naja, es ist gewachsen, das heißt, es wird ja auch demnächst hier durch dieses Häuschen, dieses schicke Fachwerkhäuschen, wird ja dann auch neues Aufkommen generiert, was wir ja dann da schon gesehen haben. Der Zug kommt, vielleicht hat er ja den einen oder anderen mit. Bad Zwischenahn Rathaus wollen die nur aussteigen, okay, nicht weiterfahren. Passt das erstmal, oder? 398 Königsbrunn. Zahlen ändern sich auch. Oh, guck mal, Friedrichsdorf hat jetzt nicht mehr diese 15 Miesen, sondern hier nur noch minus 2,1. Wachstum wird bald wieder generiert. Keine Ahnung, warum das, weil es kann ja nur mit der Umstellung damals vom Bahnhof gewesen sein, ne, dass das sich so geändert hat. Weil wir da die Kutschenlinie weggenommen haben, ne? Und haben den Bahnhof dann, glaube ich, direkt angeschlossen, meine ich. War das so? Ich guck mal schnell. Doch. Hier sind wir gewesen, haben hier angehalten und dann sind die mit der Kutsche hier immer durchgefahren und jetzt fahren die ja mit dem Zug bis da hinten hin. Das ist jetzt der Unterschied. Okay. Was mich jetzt gerade noch so interessiert ist, ne, interessiert ist das so, dass ich weiß, dass die über sowas hier die Städte sich nicht erweitern über zweimal, aber eigentlich über einmal. Das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Ist das denn so? Also hier können sie drum rumbauen, da wird das nicht so sein. Köln ist auch so ein Sackbahnhof. Ne? Also hier hinter ist noch kein Häuschen hier. Ist die Frage, ob das passiert oder nicht passiert, das würde mich interessieren. Aber in Zweibrücken, doch, guck mal, das Rathaus ist hier. Oder war das zuerst andersrum? Nee, aber da, die wächst über eine Gleis wird gewachsen sein. Definitiv, das sieht man ja hier. Hier die Straße erweitert sich ja auch und es hat sich ja auch nach da erweitert. Das passt schon, das geht wohl doch. Und Lüneburg, da ist es nicht so. Bad Mergentheim geht auch nicht so, wenn. Das ist jetzt hier, weil es hier rum so auf ist. Willig ist auch auf einseitig. Ettlingen kann man das. Ja, Ettlingen, da sieht man so ein bisschen so. Die Stadt ist jetzt hier direkt auf der Seite. Aber hier rüber kann schon sein, dass das Problem die Straße ist und dann noch gleichzeitig hier die Eisenbahn. Weiß ich aber nicht. Hier wäre es interessant, mal zu sehen, ob hier irgendwann mal ein Bahnübergang auch gebaut wird. So, Ettlingen war das. Dann gucken wir nochmal weiter. Jena hat nämlich auch nichts auf der anderen Seite gebaut. Bad Zwischenahn ist auch nicht rübergegangen. Ja, Neubrandenburg ist aber definitiv der Bahnhof auf der anderen Seite gelandet. Aber ich weiß nicht, ob wir das. Ja, ist schwer zu beurteilen, ne? So, Bayreuth ist auch definitiv nur auf der einen Seite. Und hier ist auch wieder das Ding, dass hier Straße ist. Interessant ist vor allem, dass die Straße hier gar nicht verbunden ist, ne?
Komm, das machen wir mal gerade, damit das passt, oder? So sieht das doch schicker aus. Naja, da ist nämlich jetzt hier die Frage. Hier ist Straße, hier ist Gleis. Wird dann hier gebaut oder nicht? Wahrscheinlich eher hier, aber hier wird wahrscheinlich auch wieder nicht rüber gebaut, einfach aus dem Grunde, weil die Eisenbahn hier so schräg ist, ne? Mal schauen, wie sich das so entwickelt bei solchen Orten. Bünde. Ja, guck mal, aber hier hat Bünde doch tatsächlich das vielleicht dann doch getan, nämlich hier so ein Ende gesetzt. Ich glaube, das funktioniert doch. Mal schauen, da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, sowas. Haben wir das irgendwo anders auch noch? Bei Achim ist die Bahnlinie auch außen vor. Wo ist Achim? Gütersloh. Ach, Gütersloh hat sich definitiv auf beiden Seiten ausgebreitet. Aber hier ist wieder die Frage, klappt das hier oder klappt das hier nicht, über sowas rüberspringen, ne? Aber eigentlich, ich glaube, diese Linie war zuerst da. Aber war die dann auch schon da und dann hat es sich darum gebaut? Ich weiß es nicht, ist schwer zu beurteilen. Binnenenden ist sowieso am Ende. Ja, muss man mal schauen, ne? Wie sich die Städtchen weiterentwickeln. Hier wird auch noch nicht rüber gebaut. Wilnsdorf. Ja, Schwandorf hat sich definitiv über die Gleise ausgebreitet. Das sieht man ja. Das ist so. Also es geht. Ist dann immer die Frage, ob das hier auch geklappt hat mit so wegen der Straße und so. Wenn die parallel Gleise und Straße haben, ob das dann funktioniert, ne? Ja, Lippstadt. Nochmal Erlangen. Ist sowieso kein Bahnhof hier. Die haben keine Züge. Und dann Friedrichsdorf da. Das ist ja ganz anders. Und da steht noch die 2-1 Miese. Okay, da sind jetzt nur noch drei Fahrzeuge, die hier noch ein paar Fahrgäste loswerden müssen wahrscheinlich. Freight, da sitzen fünf drinne. Ah, da sitzen tatsächlich noch 16 drinne. Ach so, das ist der Bahnhof. Da sind nur noch zwei Fenster offen sozusagen. Wo sind die denn und wo müssen die denn hin? Der ist jetzt hier in. Also Wilnsdorf Burg, Wilnsdorf Rathaus. Das heißt, er ist das hier, ne? Der steht jetzt und wartet, weil die da schon noch da fahren. Okay. Machen wir gerade kurz einmal schneller, weil dann verschwindet der Zug, das Bildchen auch gleich, ne? Oder? Ja. Jetzt haben wir nur noch den und der ist hier unten bei Bayreuth und wird gleich am Endbahnhof ankommen, ne? Ja, genau so ist es, dann ist der auch weg. Gut, dann haben wir das geschafft. Ausgetauscht. Wie sieht es gerade hier auf den Fahrverbindungen aus? 11 und er. 16 ist vollgeladen. Stehen da noch mehr? 91 Passagiere. Bayreuth, Bayreuth, Ettlingen, Willich, Bad Mergentheim. Okay, das sind dann alles welche, die übers Wasser wollen, ne? 15 über zwei Brücken. Alleine. Also 21 nach zwei Brücken, okay. Da haben die drei Fähren hier gut zu tun, ne? Er fährt tatsächlich ohne los. Und hier ist jetzt keiner und er bringt aber gerade welche, ne? Das heißt, das Schiffchen hier kriegt jetzt auch gleich Passagiere, aber gerade mal drei Stück. Okay, das ist nicht viel. Und da dürfte jetzt keiner drin sein, aber er kann 80 transportieren. Sehr schön. Und wie sieht es hier aus? Da sind fünf. Naja. Nicht so prickelnd gerade, ne? Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.